Spritzgebäck. Das ist jetzt meine Frau anrufen. Auf jeden Fall schon mal Mehl. Nussplätzchen. Weiß ich, müsste meine Frau fragen. Schau mal, was ist. Ein Weihnachtsstollen, der ist immer sehr lecker. Rosinen, Marzipan. Mehl, Milch. Da ich selber nicht backe, kann ich die Frage nicht genau beantworten. Anna, hi. Ich wollte ein paar Worte an euch richten, jetzt in den schwierigen Zeiten, der Corona-Zeit. Ich wollte mir eigentlich was Witziges einfallen lassen. Ich wollte eine Mütze anziehen, ein Gedicht schreiben oder ein Lied singen. Nur die letzten Tage, die haben auch an mir gezerrt. Die Corona-Zeit ging nicht spurlos an mir vorbei. Und ich wollte euch einfach mal ein großes Dankeschön sagen und euch auch sagen, dass ich stolz bin, hier zu arbeiten und auch auf euch stolz bin, wie das Jahr gelaufen ist. Jeder trägt sein Päckchen mit in der Corona-Zeit. Alle haben ihre Problemchen, haben familiäre Probleme, gesundheitliche Probleme. Nur so, wie ihr das durchgezogen habt, habt ihr meinen allergrößten Respekt. Und danke für das Jahr. Dass Sie sehr gut gearbeitet haben im letzten Jahr, dass ich dankbar bin, mit den Jungs zusammenarbeiten zu dürfen, dass wir eine Menge umgesetzt haben in diesem Jahr zusammen. Und ich glaube, dass nur wir zusammen die Ziele erreichen könnten, die wir uns auch selber stecken. Ich sag mal so, ich wäre ohne meine Jungs heute nicht hier, wo ich sitze. Ne? Also, da haben einige Jungs mit bei zugetragen. Und ja, tolle Arbeit dieses Jahr und unheimlich zuverlässig alle Leute. Bin auch froh, dass ich mit denen zusammenarbeite. Für ihren unermüdlichen Einsatz bei Wind und Wetter und Hitze und bei jeglichem Wetter. Ich wünsche mir, dass ihr fürs neue Jahr alle gesund bleibt, dass ihr eurer Linie auch treu bleibt und dass wir hoffentlich ein gesundes, erfolgreiches und schönes 2021 erleben. Danke. Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute. Viel Gesundheit, dass wir uns im nächsten Jahr alle gesund wiedersehen und auch so weiterarbeiten können, wie wir uns das wünschen. Ich bin gerne weiterhin für euch als Ansprechpartner da. Kommt zu mir, drückt eure Kinder zu Weihnachten, beschenkt die reicht und bleibt alle gesund. Danke. Weihnachtsgrüße, ja. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund zu dieser verrückten Zeit und bleibt, wie ihr seid. Ich wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit in eurem Familienverbund, aber immer mit Abstand.